Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hand Showdown Folge. Hallo. Hallo. Und los geht's. So, wo müssen wir eigentlich? Naja, ich mag eigentlich nicht gegen die Spinne kämpfen. Sollen wir wieder durchrennen irgendwie? Die Hinweise nehmen und dann durchrennen. Ja, wir können wieder Richtung nach unten laufen. Ja, und wieder hast du einen Kill mehr. Haben wir gerade festgestellt, wir waren gerade im Menü noch ein bisschen die Statistik angeschaut. Er hat 500 Monster-Kills mehr als ich. Das ist eigentlich schon. Nein, ich hab gerade Messer in die Hand genommen. Lol. Perfekt. Okay. Also bei den Hunden, da mache ich echt eine Ausnahme. Da würde ich immer schießen, egal was ist, ne? Ja, mittlerweile glaube ich, ist echt besser. Meistens sind wir halt auf offener Straße irgendwie unterwegs und da würde ich vielleicht vermeiden, das noch rumzudümpeln. Wenn du Heilung brauchst, da wäre ein Ding. Nö, ich habe keinen Schaden bekommen durch den Hund. Sehr gut. Oh, das ist gefährlich, was ich mache. Keine Ahnung. Lol. Hm? Dein Monsterviech ist gerade ins Lagerfeuer gelaufen, ist verbrannt. Ich hab gar nicht bedienen. Dann laufen wir jetzt da lang, oder? Ja, Richtung 95 einfach. Das wäre eigentlich immer so hart, wenn im Maisfeld hier direkt andere Spieler entgegenlaufen. Weil ich habe da auch immer Messer in der Hand, aus Sicherheitsgründen. Aber Messer, ob das one-hittet? Nee, nicht wegen Spielern, sondern wegen Viech, wenn die plötzlich da, weil da, die erschrecken mich da auch ganz schön oft im Maisfeld. Ja, das stimmt, ja. Oh Gott. Ja. Irgendwie eine Frau rechts. Ja, ich höre sie. Aber ich sehe sie nicht. Boah, ist das assi gerade. Ach doch, da, ich sehe sie. Man muss ja auch einfach zweimal normal treffen. Ja, ich ziehe gar nicht mehr auf den Kopf, das ist mir zu blöd. Bei der mit dem Wurfmesser, du schmeißt, schießt du eigentlich die ganze Zeit daneben. Oder wirfst du die ganze Zeit daneben. Ja. Kann mir sogar vorstellen, dass da der Assassine drin ist. Ey, die Spinne. Normalerweise ein sehr gern gesehener Kampfbereich. Da waren wir lange nicht mehr drin. Das stimmt. Rot, rot! Was, rot? Rot! Es war ein Feuerteufel! Oh, scheiße. Geh nach unten. Ich komm mit. Lol. Ich dachte, der wäre ein Typ gewesen. Jetzt habe ich geschossen. Na gut, das ist jetzt eh das mal draußen. Ich höre sie. Das mit Rot hätte ich nie gedacht, dass wir das so effektiv mal nutzen. Oder dass es so gut genutzt werden kann. Ich mag auch von den Feuerteufel weg. Also wenn ich kämpfe, bitte auf der anderen Seite. Glas oder Dosen oder irgendwas. Direkt über uns. Scheiße, hat nicht funktioniert. Ich dachte vielleicht. Da hinten laufen sie. War nur einer. Scheiße. Shit, Alter, hier ist so viel los, ey. Einer ist noch drin. Einer ist noch drin, hier bei mir. Ja. Der andere ist hier noch, doch, da hinten. Ja, nee, Alter, ist ein Monster. Nee, aber einer ist wirklich weggelaufen. Einer ist weggelaufen, kann sein, ja. Komisch, ja, spielen wir nicht zusammen? Einer ist drinnen. Ey, der... Alles geht auf mich, ich verstehe es gerade nicht. Der Feuerteufel, der... So viel Kleinscheiß, was ich schon weggefotzt habe. Vorsicht, Feuerteufel, der... Komm zu dir, komm zu dir! Ja, ich sehe es gerade. Das gibt's doch nicht, ey. Muss mir kurz heilen, also zumindest warten, bis es vollständig heilt. Boah, das gibt's doch nicht, was gerade Action, ey. Aber es wäre natürlich wieder zu schön gewesen, wenn man den einfach von unten einfach weg. Ja, ich hab versucht, entweder, aber irgendwie ging es nicht. Ja, das wäre ja richtig geil gewesen. Aber ich habe nicht gut genug gesehen, ich habe nicht gewusst, wo es ist. Wo ist jetzt der andere, ey? Ich verstehe nicht, warum der eine weggelaufen ist.
Und der andere ist halt auch auf Umwegen wahrscheinlich weggelaufen. Weißt, ich hab dann auf einen geschossen, aber dann genau in dem Moment ist ein Viech vorhin gelaufen und das Viech habe ich dann gekillt. Ich gehe Richtung Hinweis. Wo ist denn das? Achso, ja. Hm. Ich traue mich jetzt hier gar nicht mehr so richtig weg, obwohl mit Schrotflinte viel rumlaufen hilft besser mehr, glaube ich. Sollen wir jetzt leise sein oder sollen wir einfach weiter rumbrennen? Also ich bin gerade ein bisschen leise. Ich weiß einfach auch gerade nicht. Oh, ihr habt Musik angemacht. Hast du gerade Musik angemacht? Nein. Ich würde sagen, der Hinweis hat sich beruhigt. Ja, aber jemand hat ja gerade Musik angemacht. Also. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob der andere zurückkommt, ob die im Team spielen. Oder der andere ist schon weggelaufen. Ja, warum lässt man seinen Partner im Stich? Ich traue mich jetzt nicht zum Hinweis zu gehen, auch wenn er jetzt weiß ist. Nee, also das wäre echt doof. Ich höre jemanden laufen. Ganz laut. Ich komme wieder zu dir. Ja, ich glaube, hinter dir, ich habe gerade was gesehen. Boah, ich bin gerade... Hab einen. Sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob das andere waren. Es war gut, dass du einfach da hocken geblieben bist jetzt. Ich verbrenne den anderen. Oh, ich bin full flashed. Ich bin tot gleich. Nee, alles gut. Der kommt zu dir. Oh, was? Ich komm zu dir. Hab ihn, ja! Sehr gut! Oh. Gott sei Dank! Alter, du hast jetzt 2 Kills gemacht. Oh. Genau. Das eine war mit der Pistole gerade, weil ich habe mir mit der Schrotflinte habe ich ihn angehittet, aber er war nicht tot. Boah. Alter, du gehst letztens nicht richtig ab hier. Mega mal, ey. Nein, die ausgebrannte Leiche. Alter, ich war full flash, ne? Ich glaube, ich hatte richtig Glück, weil ich hierher, während ich flash war, bin ich glaube ich hierher gegangen. Ja. Und dann hat er mich nicht erwischt, dann habe ich ihn. Ja gut, die Entfernung, okay. Oh, die gerade mit dem Waffen wechseln, das war. Ich habe mit dem Mausrad Waffe wechseln wollen, habe erstmal nach oben gescrollt, da war ich hinten bei den Spritzen und so. Oh Gott. Hast du den Hinweis? Wow! Ah, holy shit. Das können wir uns überlegen, doch die Spinne zu machen, weil. Ich weiß nicht, irgendwie. Das soll mal. Jetzt haben wir so viel Zeit verkackt eigentlich. Ja. Wieder beim Hinweis gekämpft, ne? Das haben wir zurzeit relativ häufig. Ja. Wir hatten eigentlich wieder Vorteile mit Schrotflinte. Ja, das war jetzt so. Wir hatten Glück, dass die dort geblieben sind. Also. Das, ja. Und das, ich hatte jetzt. Blöd gesagt, hatte ich den Hinweis auch noch nicht. Und blöd gesagt, hatte ich auch gerade richtig Glück, weil ich war wieder in so einer Situation wie du letztens, so rechts und links war ein Eingang, ne? Also vor mir, ich saß so und vor mir und links. Und ich habe dann genau in dem Moment nach links geguckt, wo ich durch den Schlitz gesehen habe, dass jemand vorbeiläuft. Und der hat in deine Richtung gezielt. Hunde. Oh, da die Hunde. Ich muss schießen, es tut mir leid. Die Hunde haben mit sich. Schüsse waren auch in der Nähe. Ich musste die Hunde jetzt killen. Da sind noch mehr Hunde. Hinter dir! Oh. Ich muss nachladen! Oh, danke. Ey, sag mal! Aua! Ich blute. Ha, gut, zack! Das ist ja. Boah. Ey, ich muss echt Muni suchen. Es hilft langsam nichts mehr. Ich hab 5 Schuss noch in meiner. Ja, gut, da ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, hey, stimmt, hier ist ja ein Wagen. Lol. Soll ja ein Wagen sein, oder? Kriegen wir auch ein paar Items zurück. Boah, den Flash, ich werde so häufig geflasht, ne? Oh, das ist schon teilweise so richtig. Erstickungsbombe. Boah, kurz. Wo ist der neue Hin- oder andere Hinweis? Da.
müssen wir erstmal hin. Los geht's. Jetzt wundert es mich wieder, dass noch nichts passiert ist mit denen. Ja, mich auch. Jetzt haben wir echt lange gebraucht. Ja, und gekämpft und geschossen, aber es waren ja danach auch noch Schüsse, also es sind ganz sicher noch. Da waren schon wieder Schüsse. Ja. Oh, ist da bitte kein Wasserviech? Oh, fuck. Wow! Wow! Schuss! Was? Oh ja! Nein, oh nein! Ich bin gleich am Arsch, ich bin gleich tot. Ich kann nicht. Das sind Hunde. Oh fuck, ich muss mich unbedingt heilen. Was? Das sind Hunde? Oh mein Gott, wie viel Pech wir gerade hatten. Leck mich am Arsch. Ich bin hier. Du bist bei mir? Okay. Ich versuch, Alter, ich hatte nur noch... Holy shit, die haben echt daneben geschossen. Nee, die haben mich die ganze Zeit getroffen. Aber die haben so wenig Schaden gemacht. Die haben mich siebenmal nicht, aber die haben mich mindestens vier oder fünfmal getroffen. Ich immer so, Leben weg. Das war gerade richtig hart. Oh, ich überlege gerade, ob ich zum Wagen zu rennen, weil da war Leben, ne? Leben, ja. Und ich habe noch nicht ganz geheilt, weil ich habe jetzt nur ein Futzer geheilt, weil ich echt nur so ein Futzer Leben hatte. Alter, ohne Witz, da hatte ich keine Ausdauer mehr. Aber genau, es ist genau das passiert, wo wir immer Angst haben. Wir sind im Wasser, ja. Offen. Ja. Und boah. Die haben... Aber krass, ey, die haben sich wahrscheinlich jetzt auch zu Tode geärgert, dass die mich nicht gekillt haben, ey. Ja. Holy shit. So. Ja, die Spinne können wir, also da kommen wir nicht hin. Keine Chance, außen, wir gehen komplett außen rum, aber ich würde sagen, wir gehen einfach rechts zum Assassinen. Ist mir eh lieber, ehrlich gesagt. Ja. Dann gehen wir da hin. Dann sind wir trotzdem ein bisschen nach hinten schauen, nicht, dass wir uns irgendwie verfolgen oder so. Meinst du? Weil ich glaube, die sind nicht so nah bei der Spinne. Nee, die würden niemals übers Wasser gehen, also so doof ist, glaube ich, keiner. Na gut, das sind zwei Hinweise direkt. Aber gut, wir haben aber auch noch lauter konnten wir dort nicht sein, ne? Also da muss ich auch sagen. Ja, weil die Hunde halt. Ey, da waren ja so viele Hunde. Das war übel. Das war ja nicht nur ein. Das war ja nicht nur ein so ein Schwarm. Hunde Schwarm, was? Wie sagt man? Rudel. Rudel, ne? Ja. War Hunde. Gehen wir auf die andere Seite rüber. Da oben ist eine Hexe. Pass auf. Hast du das Geräusch gehört? Lol, wir sind direkt beim. Oh. Wir sind beim Schlechtern. Lol. Nein. Nein! Wo? Oh. Nein! Nein! Ich sehe sie. Die haben mich echt erwischt. Ah nein! Ich werde noch. Ich treffe den nicht und ich weiß, ich die ganze Zeit geschlagen werde! Ah! Ich habe keine Muni mehr! Scheiße! Ah, da ist noch eine zweite Frau! Ja, das ist. Alter, ich direkt gleich. Komm in das Haus hier rein! Hier! Ich mach die Tür auf. Komm rein. Oh. Lol, ich hab nur noch ein Futzleben. Da waren jetzt zwei Frauen und beide sind auf mich gegangen. Ja, ich hab dann irgendwo keine Muni mehr und dann hat mich irgendeine geschlagen und. Alter, jetzt hab ich versucht, die eine mit den Fächern irgendwie rauszunehmen und so. Bitte. Ey, wie viel Pech wir in dieser Runde haben. Ja, aber es ist gut. Also, das sind zwar zwei Kills, aber. Das sind Hunde. Nee, grad gar nicht, Alter. Also, mit Monster haben wir gerade richtig hart. Vor allem, ich habe keine Muni mehr, gar nichts. Da ist gleich der Boss. Die Muni, die ist auch sehr, sehr, sehr... Ich habe wirklich keine Muni mehr. Ich habe nur noch für die Schrotflinte. Also Pistole ist komplett klar. Also... Ja, Pistole ist auch knapp. Boah, aber ich weiß nicht, was wir machen. Aber die Frauen sind jetzt beide tot, oder? Nee, der eine lebt noch. Also du hast die andere gekillt, dann... Nee. Ich überlege gerade, ob ich hier rausgehe. Ah, Gott. Da ist eine Tür, da gehe ich mal durch. Ich mache mal zu für dich. Alter, wie viele Türen gehen hier eigentlich in diese Hütte rein? Das ist übel, ne? Ich baue mir eine Hütte und hau erstmal 10 Türen rein, ja. Ich suche eigentlich gerade nur verzweifelt nach Munition, ne? Boah, da ist mal eine zu freie Fläche. Ich finde keine Munition. Spring da halt drüber. Kannst du die... Ich schließ mal schon auf. Ja, bitte, mach sie kaputt. Danke dir. Das ist noch einer. Der geht auf dich, er geht auf dich! Komm. Boah, da ist noch ein Fetter. Jetzt beruhigt euch doch mal alle. Ich seh das schon, wir kämpfen und dann kommt ein Spieler und zack, tot. Lustig, dass ja, die Spinne noch so nicht laut sind. Ja. Lustig, dass die Spinne noch nicht verbannt ist. Ich gehe jetzt mal in den Turm rein, weil da war meistens Muni. Dankeschön.
Wenn da jetzt jemand gewesen wäre. Wenn ich wegen so einem Fehler sterbe, ey. Boah, ich würde das so ausflippen. Ey, da ist an irgendwo Munition. Oh doch, Gott sei Dank. Nein. Hey, kein Bolzen, keine Spezialmunition. Hey, wisst ihr, wie scheiße, das ist doch normale Muni, oder? Keine Bolzen oder Spezial. Oh mein Gott, ich habe mit der Pistole Spezialmunition. Ja, was? Weil du Gewehr mit so noch so. Ach du Kacke, ey. Das ist halt nicht so toll. Na gut. Ich überlege gerade echt, ob wir da von oben reingehen sollen. Ja. Sag mal leise. Ah, ich glaube, bei dieser Getreidemühle ist wahrscheinlich der andere Typ. Ich glaube, die kämpfen gerade gegen den Meuchler. Hey, der Meuchler ist bei uns. Dann die Spinne mal nicht drüben dann. Sollen wir jetzt da reingehen? Ich gehe jetzt rüber. Ja. Wenigstens, dass wir schon mal hier drin sind. Ja. Komm, oh, oh, Alter, hast du mich gesagt? Scheiße! Alter, Schrotflinte kann nicht aufgenommen werden. Ja, Schrotflinte habe ich wenigstens voll, das ist ja schon mal etwas. Aber hier warst du meistens relativ gut, ne? Hier hast du schon mal. Ah, ich weiß doch, hier haben wir mal gegen welche gekämpft, wo wir uns dann gegenseitig gekillt haben, wo keiner die Beute bekommen hat. Das weiß ich nicht. Ja. Hier ist aber sehr unübersichtlich irgendwie. Lol, da kommt Wasser raus, kann ich das zumachen? Errungenschaft, Klempner. Wäre lustig eigentlich, wenn es so ein Easter Egg wäre. Oh, hier haben wir mal gekämpft, das weiß ich noch, hier. Hier oben. Wow, kommst du auf mal her. Irgendwie glaube ich, lass dich gerade mal Kreislauf. Oh, Munition. Achso, leider keine Spezialmunition. Wo kriege ich Spezialmunition her? Das weiß ich gar nicht. Zum Benutzen? Benutzen. Achso, die Lampe. Achso, ich dachte der elektrische Stuhl. Ja, das wär jetzt geil gewesen. Boah, da brutzelt da alles. Ich will gegen den nicht kämpfen gerade, ehrlich gesagt, weil auch die anderen so nah sind. Warum wird die Spinne noch nicht verbannt? Ja, die haben gerade fett rumgeschossen, aber vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie Angst, dass wir da. Ach, da sind offen. Ich weiß genau, wenn wir jetzt gegen den kämpfen, dann kommen welche. Vor allem hier kann man sich extrem gut reinschleichen. Ja, das sind so viele. So unübersichtlich. Ja, ja. Meistens, wenn wir uns reinschleichen, dann geht's meistens, aber. Was ist da? Achso, Lampe an, aus. Wo ist denn der überhaupt? Hier ist nochmal Schrotflintenmunition. Hier geht's raus. Also, ich finde keinen Weg hier nach unten, oder? Ja, doch, hier. Sollen wir mal runtergehen? Kann man nicht öffnen, kann man auch nicht öffnen. Ich bin mal ganz unten jetzt. Ich will uns aber gar nicht zu sehr trennen irgendwie, weil wenn da mal welche reinrennen, plötzlich da. Ah. Hey, wo ist der? Hey, ich verstehe das auch gerade nicht. Gibt's hier einen Keller, von dem ich nichts weiß? Hier ist das Klavier. Ich sehe aber auch nirgendwo so Anzeichen oder ist das so komisches Zeug oder? Bin ich bescheuert? Ja, vielleicht sind wir im falschen Gebäude. Wir müssen da wahrscheinlich da raus. Ja. Direkt vor uns hier irgendwie. Oder? Boah, sind da viele Viecher schon wieder? Ja, das ist. Gott, sollen wir die? Oder sollen wir die lassen? Wenn es geht, können wir es lassen. Ich hätte nichts getan, noch nicht. Ja, okay, die rennen auf uns. Ah doch, vielleicht schaffen wir es, wenn wir einfach. Oh! Oh oh! Oh Gott. Oder war das jetzt nur, weil wir ins Gebiet erstmal reingelaufen sind? Nee, wir sind ja schon im Gebiet. Das zählt ja für dieses. Ah, fuck. Dann gehen wir lieber hoch, oder? Oder gehen wir hin? Wo bist du? Ja, ich bin oben. Vielleicht nicht mehr so viel auf Blech laufen und so, vielleicht nicht so verraten. Ja. Ich mach hier mal zu. Weil man hört Schiebetüren ganz gut. Oh. Die haben das gleiche Problem wie wir. Müssen wir überall Licht ausmachen? Prinzipiell.
Das ist hier voll der geile Stelle eigentlich. Ja. Blöd gesagt. Wenn die hier kommen. Oder wir sind immer noch nicht im Kampf. Gibt so BÄM tot und dann, wenn der andere mich killt und dann reinrennt und dann bäh, oder du rennst dann tot. Und wenn die von rechts kommen, haben wir eigentlich auch eine gute Chance. Weil die siehst du schneller. Jo. Hm. Was schaust du zu der Tür? Ich schau zu der Tür. Ironische. Oh. Jo. Oh Gott. Spinne. Okay. Ah, okay. Und die. Lol, und jetzt geht's erst los. Die haben jetzt so lange gebraucht. Im letzten Match, ohne Witz, dass wir jetzt schon entkommen, ne? Also noch 5 Minuten, ja. Da sind wir rausgegangen. Ich trau mich hier nicht. Ich mag dieses Gefängnis nicht. Nee. Weil die können einfach überall reinkommen und ich weiß eigentlich immer noch nicht, wo der ist, ne? Ich weiß es immer noch nicht. Am Ende steht er gleich verbannt. Assassine verbannt. Aber ich hören. Ordentlich. Bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube, ich höre auch. Boah, jetzt wünschte ich mir gerade die Sicht irgendwie. Aber wir sind direkt hier. Entweder ist die über uns oder unter uns. Aber da geht doch wer, oder? Ich bin mir nicht sicher. Boah, das ist gerade wieder so eine blöde Runde, wo wir uns wieder nichts trauen, ey. Aber es ist halt auch wieder gefährlich, jetzt sind wir wieder bei dem Level, wo wir meistens den Jäger verlieren und ja. Da. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir jetzt direkt. Dass wir jetzt. Nee, also Nachteil, wenn jetzt andere Spiele da sind, dann ist gegen Meuchler kämpfen. Nee, das ist scheiße. Erstmal das, dann. Dieses Gefängnis, ist das Gefängnis, ist meistens, ja. Das ist immer so langwierig, weißt du, und dann springt ja den Schrotflinte meistens nichts. Das ist immer so von Tür gegen Tür und da ist meistens präzise Waffe besser wie Schrotflinte. Also die würden jetzt vielleicht netterweise die Tür aufmachen. Und ich habe jetzt nicht so viel Granaten, obwohl ich habe eine Blitzbombe und eine Erstickungsbombe, ja gut. Ist jetzt nicht so hilfreich gegen Spieler, aus einer Blitzbombe. Ja gut, aber die husten, wenn sie reinlaufen. Und hat eine Reichweite von 20 Metern oder so. Eine Blitzbombe mehr. Ich finde das eigentlich lustig. Ich wurde schon relativ häufig geflasht, aber ich wurde dabei nie so richtig gekillt. Also die trauen sich selber nicht so. Weil ja. Ich glaube, ich weiß nicht, zeigt es dir an, ob du die getroffen hast oder nicht? Ja, nicht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Hohes Risiko dann eigentlich einfach vorzurennen in der Hoffnung, dass du sie getroffen hast mit der Flash. Das ist eigentlich voll doof, weil so groß wie das Gefängnis ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau in diesen Raum reinkommen. Puh. Ist so gering hier. Eigentlich saugering. Natürlich. Aber man kann sich halt gut verteidigen hier. Ja, richtig gut, aber. Ne, egal was wir machen, es wird wahrscheinlich ein Fehler sein. Gerade ja. Weil wir wissen auch nicht so richtig, wo wir jetzt hin müssen. Und die werden jetzt auch nicht rumrennen wie bescheuert, weil die wissen eigentlich auch, dass wir da sind. Die haben ja auch das Zeichen gesehen. Aber irgendwie würde ich lieber draußen kämpfen, wenn dann. Ja, jein. Das ist gerade voll scheiße, was wir machen. Yep. Storage Room, da ist ein Raum, also es ist gar kein. LOL! Oh! Ah, okay. Wenigstens wissen wir jetzt, wo er ist. LOL. Ja gut, aber da kommst du vielleicht doch hier irgendwo mal vorbei. Aber oder wenn sie gegen den kämpfen, dann abhauen wollen. Aber ich könnte auch gegen den, ich könnte aber auch. Aber wir können auch hier gegen den, genau, immer wieder aufmachen, einmal schießen, weil der wahrscheinlich ist direkt vor mir, aber ich habe seine Klingen gesehen. Das könntest du machen und ich beschütze dich hier. Oh, das ist perfekt hier. Ja, aber ich habe nur noch 12 Schuss. Mit meiner Schrotflinte. Hey, hier ist eine Fackel. 12 Schuss, dann schieß auf 8 oder 7 Schuss runter und dann tun wir uns abwechseln. Komm her. Ach, da wäre eine Munikiste. Bitch! Komm her. Komm, jetzt ins Feuer! Arsch! Du musst wahrscheinlich ein bisschen reinlaufen, damit der. Ey, das Feuer ist direkt vor mir, ich kann da nicht reinlaufen! Ich seh's, ne?
War jetzt ein bisschen fail. Voll gut hier. Aber die Schrotflinte macht gut Schaden. Naja, das hält sich noch in Grenzen. Das war ein Schuss jetzt, oder? Was ja, ja, ein Schuss. Aber wie viel Schüsse ich da brauche? Ich bin da noch da. Alles gut. Ich muss immer hin, wenn ich so... Ah, daneben. Nicht gut. Ich mach mal kurz zu. Auch ein bisschen aufpassen, weil da ist ein Fenster. Nicht, dass die mich da irgendwie... Das wäre Shit. Das wäre der Shit des Todes. Moment, ich hab grad... Achso, das warst du. Ich hab die Tür geöffnet. Jetzt höre ich Schritte. Oder bist es du? Das war ich. Ja, ich laufe jetzt ein bisschen rum wegen dem Fenster. Ich mache immer wieder die Tür kurz zu, während ich nachlade, ist ja. Ja. Weil das halt, das irritiert die wahrscheinlich die ganze Zeit, wenn du Tür aufmachst, schießt, Tür aufmachst. Nein, daneben! Arsch. Ich schieß voll auf daneben, Alter. Bei dem. Das ist so nervig. Ja, ich auch. Schritte? Das bin ich. Okay. Warte, ich muss eigentlich nur auf das finden, ja. Ich hol mir schnell die Muni. Wie viel Schuss hast du noch? Ich habe 8. Okay. Wir können dann auch mal ja, dann tauschen, ja. Headshot, bitch. Wow, hey, dass er gleich wieder vor mir steht. Nein, das war jetzt nur sein Schatten, verdammte Scheiße. Gut, jetzt mach du, ich habe nur noch 6 Schuss. Moment. Was? Ach ne, jetzt sind nur noch kleine Schritte dann wahrscheinlich. Geld wird sein. Dann tun wir mal schnell Platz tauschen. Wie hast du da geguckt? Eher so auf die... Boah, das ist auch... Eigentlich ist es hier voll schlecht zum... Blöd gesagt, ne? Wegen den zwei Fenstern. Wenn sie dich da direkt sehen die ganze Zeit. Ja, darum müsstest du da eigentlich fast... Hin und her gehen, oder? Ja, ich bin immer ein bisschen hin und her gegangen. Hab immer so die zwei Fenster abgehemmt und die rechte Tür. Und die linke Tür nicht, oder was? Ja, man musste halt relativ weit dann wieder... Ja, ich weiß schon. Ja, und ich habe halt die Hoffnung, wenn man hört, dann hofft. Ja, das stimmt. Die Türen hörst du eigentlich. Also brauchst du eigentlich nur die Fenster abnehmen. Blöd gesagt. Oh, lol. Aber die sind raus, das ist schon mal ein Vorteil. Ja. Lol, ich hör den gerade nicht mehr. Ah, jetzt ist das, das Geräusch wieder. Lol, der hat mich erwischt. Ich muss mir auch kurz heilen. Die Munikiste ist keine Schrot, oder? Also, nee, leider nicht. Ah, das Licht ausmachen. Ach, fuck. Wie viel Schuss hast du noch? So, wenn man hochrechnet, 8 Schuss noch. Oh, nicht gut. Aber ich habe noch nicht die Munikiste. Ach, okay, ja gut, das stimmt. Ach, da wäre Heilung gewesen. Läufst du gerade heftig? Hast du Heilung geholt, oder? War der jetzt gerade jemand kurz gesprintet? Komisch, der kommt gerade nicht mehr her. Nicht, dass die anderen auch wo kämpfen. Siehst du eigentlich, wenn der Leben verliert, dann weißt du es eigentlich, ne?
Ist das so heftig viel da hinten? Ja. Krass. Weil irgendwie gerade nicht mehr kommt. Weil ich weiß natürlich nicht, es kann auch andere Eingänge dort zu dem geben, ne? Also das. Ich vertraue ja, nur, ja, nee, da, vertrau nur drauf, aber, dass der. Aber die würden dann vor mir stehen. Oder ja, der Meuchler würde hoffentlich was machen. Ja, eben. Das meine ich ja, dass wir das dann checken, dass die auch in den Raum reingehen. Ja, also gleich hier ist nochmal ein Eingang. Okay. Also. Wow. Ach Gott, ach, du blockst mich mal ein bisschen. Hey, wie kann ich dich da blocken? Ja, weil so, ich ja, dann gut. Ein bisschen weg reinlaufen möchte, dann bleibe ich hängen, dann triffst du mich. Ich dachte, da ist jetzt jemand, aber alles gut. Das Wichtige ist, dass er einfach dann bei uns verreckt und nicht, dass er dann ja, vorher läuft. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Am besten direkt wow. Vor der Tür. Oh, komm schon. Warte, den Rest mache ich, glaube ich, mit meiner Revolver. Aber direkt vor unserer Tür muss das sein. Am besten. Klingt vielleicht so, dass... Boah, so viel daneben geschossen, oder was? Gerade so wenig abgezogen hat. Ja, mein Treffer. Ich muss da aber fast nochmal irgendwo rumrennen und Muni suchen, weil 5 Schuss... Oh, sehr riskant. Für 2 Gegner dann. Das ist so wenig. Hackgott, bleib halt da. Ich habe auch generell wenig Munition, muss ich sagen, bei meinen beiden Waffen. Also auch die maximale Kapazität. Also hier liegt. Jawohl, ich hab's geschafft. Perfekt, da wäre Muni, ich weiß nicht was für Muni. Also vielleicht hilft die dir was. Sixes, kannst du noch mal kurz gucken? Ich würde mal schnell reingucken wegen Muni. Oder sonst irgendwas. Achso. Die Muni-Kiste Hammer. Machen wir eigentlich jetzt hier zu und bleiben direkt bei ihm, oder? Boah, hier ist ein Alter, hier kommst du überall rein, ne? Boah, ich will da gar nicht hinter. Hier. Alter, hier, wie weitläufig das ist. Aber hier haben wir ja schon mal gekämpft und verreckt. Aber hier ist ein bisschen Schrotmuni, deswegen jetzt habe ich wenigstens 7 Schuss, das reicht mir fürs Erste. Das reicht mir fürs Erste, bis wir wissen, ob da jemand kommt. Sollen wir uns da drin verstecken? Ich habe die Tür. Sollen wir uns hier? Oder ja, weil hier wäre halt nur ein... Obwohl, oder wir verstecken uns wirklich im Raum. Ja eben, das habe ich auch schon überlegt, im Raum. Ja. Und lassen da die Türe offen. Obwohl, wenn sie da was reinwerfen. Gut, du schaust irgendwie da. Ja, ich weiß auch noch... Ich weiß auch noch nicht ganz. Weil so können wir... Hier müssten halt nur eine Türe, dann hören wir auch, wenn sie reinkommen. Eine müsste hier links ein bisschen aufpassen, der andere schaut rechts. Wäre vielleicht sogar besser, wenn wir hier draußen uns verteidigen. Mhm. Dann mache ich hier, hier zu. Und da wäre aber noch die Tür, ne? Die müssen, und da müssen wir auch aufpassen, weil hier Schlitze sind. Das ist eigentlich nur ein Gitter, die können da durchschießen, ne? Wenn die da draußen sind plötzlich. Deswegen ein bisschen weg von diesem... Aber da ist eigentlich unten, also die... Da ist eigentlich kein Gang oder sowas. Ja, also bei dir ist die eine Tür. Aber blöd gesagt, wenn du dahinter guckst und ich hier, das sehe ich. Die Tür sehe ich und ich sehe auch, wenn sie beim Gitter sind. Und links sehe ich es auch, wenn sie da um die Ecke springen. Und bei dir musst du da drauf achten und du hörst ja auch die Tür sofort, ne? Ja. Und bei mir halt auch noch dahin. Aber so. Das habe ich eigentlich. Kann man sich theoretisch gut verteidigen, einigermaßen? Eigentlich schon. Im Gefängnis. Wenn du es richtig liegen hast, wenn du jetzt auf der anderen Seite... Wir haben sowieso das Kämpfen, das war jetzt richtig gut. Ja. Das war richtig geil, dass wir die Stelle gefunden haben, ey. Dass ich die Tür aufgemacht habe, Gott sei Dank. Aber komisch, dass die anderen es nicht versucht haben, da irgendwie... Gar nichts, ne? Mich wundert es. Ich habe langsam die Überlegung, dass die vielleicht doch rausgegangen sind. Ja, weil wenn die weil doch... Weil das hat ja zweimal... Es hat ja zweimal angezeigt. Ja. Vielleicht sind sie rein... Und dann wieder raus, dann beim Rausgehen wird sie aber nicht angezeigt, oder? Weil sie wahrscheinlich auch gesagt haben, ach, scheiß Gefängnis raus. Ja, scheiß Gefängnis, Meuchler, nee, kein Bock. Die anderen sind schon raus, rechts von uns wäre ein Ausgang, oder die warten beim Ausgang, oder halt draußen und warten, bis wir rauskommen. Aber gut, das sehen wir ja dann eigentlich, ne? Ja. Nee, es nutzt mich jetzt, ob das wirklich Leute in der Nähe sind. Aber wir haben es gut gemacht, auch wenn keiner da war, es war taktisch auch saugut. Ja. War halt ein bisschen mit der Muni-Knappheit war es ein bisschen blöd, aber... Das war halt, weil wir vorhin so viel kämpfen mussten gegen Kleinzeug. Also ich hol's als erstes? Ja.
sehr durchmischt die Runde. Also Glück und Pech gleichermaßen. So, das ist mich jetzt. Nichts, keiner. Nein. Merkwürdig. Wenn wir gleich rechts da raus, sollen wir so wieder gehen, wie wir gekommen sind, oder sollen wir hier rausgehen, oder? Direkt hier rausgehen, hier wäre ein Ausgang. Ich gucke erstmal wegen Muni, schnell. Ja, Muni ist ganz praktisch. Weil ich habe so das... Hier ist ja eigentlich so das Kampfgebiet und hier müsste ja normalerweise... Hier. Sein. Das ist nochmal Kompaktmunition vielleicht. Bräuchte man Spezialmunition, wäre ganz geil. Ist das so wenig Munition, ehrlich? Hier wäre es zum... Oh, was ist hier? Ah, nee, kann man hier noch runter. Boah, wenn du da kämpfst und dann einer fällt da aus, wir sind runter, oder? Das ist, wär's so ekelhaft eigentlich. Ich guck da mal ein bisschen raus, aber... Hä? Hier ist ja überhaupt keine Muni, ne? Die zwei Kisten. Nur die eine, da. Alles. Und bei den anderen Gebieten hat man 5... Aber eigentlich müssen wir auf der anderen Seite raus, ne? Also, überlegen wir mal irgendwie dahinter. Nee, oder? Achso, ja doch. Kommen wir da raus? Ja. Hallo? Ausgang? Naja, so richtig raun tue ich mich nicht. Ich guck's gut, Dude. Oh, ich schau nochmal. Okay, ja. Du schaust nochmal. Nee, nichts. Irgendwie habe ich trotzdem schlechtes Gefühl. Schlechtes Gefühl habe ich, ja. Alter, ich hänge! Mach einfach Nahkampfwaffe mit deiner Fernkampfwaffe. Lol. Mitten auf der Wendeltreppe. Du bist schon so nervös, du guckst alle für zu lang, ne? Sie geht schon wieder in die verkehrte Richtung. Halt da lang. Ja, aber ich traue der Sicht nicht irgendwie. Ja, ich traue der auch nicht so ganz, weil das muss. Ich weil die vor allem hier relativ offen. Hier war doch mal Muni. Mittlere Muni, nix. Passt nicht mit. Ja, dann laufen wir da lang, oder? Da sind wieder Hunde. Da ganz hinten. Warte ich schon nochmal. Du bist echt. Ja. Also jetzt bist du holig. Oh, okay. Ja. Was ist denn mit euch, ey? Ja, weil das halt angezeigt worden ist, dass da jemand ist. Ja, das irritiert mich am meisten. Ich hab halt Angst, dass sie irgendwie hinter einem Zaun oder sowas auf uns warten. Auf das habe ich überhaupt keinen Bock irgendwie, dass sie das erwischen. Dass uns die ganze Arbeit machen lassen, ne? Und dann. Aber wir sind eigentlich kurz vom Ausgang, können wir nochmal gucken. Raben, gut, die kann ich nicht verhindern. Oh, leck, nee, da will ich nicht langlaufen. Oh, nee. Lieber hier, da rein. Schaust du noch mal kurz? Ja. Weil wir eigentlich schon beim Ausgang sind. Ich, so, ich habe jetzt keine Sicht mehr. Okay, aber beim Ausgang kann ich ja dann gucken. Verstehe ich aber nicht ganz, ne? Sind die denn echt wieder rausgegangen? Haben die echt Schiss gehabt, oder? Vielleicht oder sind sie vielleicht rein und dachten. Spieler. Nee, oder die sind rein und dachten sich, ah nee, das sind andere Spieler und wieder raus. Ja, gefühlt. Ich guck nochmal. Nichts, nee. Hä? Was zum Teufel? Ist doch gut, oder? Ja, ich hab nichts dagegen, aber. Wow. Nee, ist natürlich voll scheiße, aber eigentlich hätte ich gern die Kills und eigentlich wollte ich jetzt unbedingt gegen die kämpfen und die Action wollte ich auch noch dazu haben. Ihr ja, bisschen Kills abstauben wäre noch ganz nett gewesen. Bisschen. Ja, also. Vor allem, wir wären schon ein Vorteil gewesen mit unseren Schusseln. Bin schon enttäuscht, dass wir uns jetzt nicht angegriffen. Jetzt, ja, wo wir im Vorteil waren. Ja, bin ich auch enttäuscht. Also, da muss ich ehrlich sagen. Oh, aber eine Runde, wo wir echt rausgekommen sind, obwohl die am Anfang. Also, ja, gut, die zwei Jäger haben wir gekillt, ne? Beim Hinweis, aber dann war das so Katastrophe. Und dann mit dem Wasser und holy. Also da war es knapp. Also da war es wirklich. Ich hatte nur noch so ein Futzer Leben. Boah, stell dir mal vor, du wärst da verreckt im Wasser. Im oh Wasser, Gott. Ja. Das, ich hätte dich niemals wieder da wiederbeleben können. Hättest du mich. Ne, hättest du keinen. Gut, du hättest. Ich weiß nicht, wie vielleicht außenrum irgendwie und versuchen. Du hättest. Da kannst du. Wäre eine Dynamit gut, weil hättest du auf in meine Richtung eine Dynamit schmeißen können. Ne? Blöd gesagt, ich sterbe dadurch nicht, hoffe ich. Und dann wäre ja, toll, aber der Rauch ist nicht stark genug. Doch. Vor allem nicht im Wasser. Im Wasser explodiert die ja nicht. Ja, eben. Das mit dem Wasser wäre blöd gewesen. Deswegen bräuchtest du ja dann so eine gewachsene Dynamitstange vielleicht. Weiß nicht, ob sich dann auch Rauch bildet. So, weil Dynamit kann ich ja nicht so weit werfen. Da hätte ich ja eh in Reichweite.
Nee, also ich war ja also dort, wo ich fast verreckt war, das war kurz vorm Ende. Also das war schon, ach, da war so, ich schon okay. Fast draußen, da war ich schon fast im Busch. Hättest du aus dem Busch heraus dort die schmeißen können und dann, es hätte schon funktioniert irgendwie, aber Gott sei Dank ist es nicht passiert. Ja, Gott sei Dank. Aber das hat sich jetzt dann doch gezogen, ne, weil irgendwie... Voll, ja. Aber ich bin froh, dass ich die Tür aufgemacht hatte, weil es ist halt wieder ewig lange schon. Und die anderen wären wahrscheinlich... Alter, ja. Die waren beide besser als wir. Die zwei Jäger. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht... Da machen wir so viele Punkte. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Weil die jetzt nicht so toll gespielt haben. Oder beziehungsweise, ja gut, wir waren echt im Vorteil. Ja, gut, Level hatte wieder gar nichts gebracht, gefühlt. Nee, ich bin nicht ein Level aufgestiegen, ne? Nicht ein einziges. Schon fast traurig. Ich habe nur 500 bekommen. Ja, aber ich bin trotzdem aufgestiegen. Grad so. Nee, ich nicht. Oh, 38, jawohl. Das ist jetzt wieder mein... Ja, genauso gut wie mein erster. Nee, bei mir eben grad so nicht. Zwei, die besser sind. Zwei Stück 1000 EP, ey, das ist richtig nice. Ja, genau, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge gleich mal. Warte, ich muss nur kurz ins Menü. Muss ich auch noch mal kurz gucken. Jäger. Machen wir 37, also das ist mein zweitgrößter jetzt, also den werde ich jetzt wahrscheinlich lange nicht mehr spielen. Hm. Ja, den werde ich auch lange nicht mehr spielen. Den haben wir heute, glaube ich, angefangen, oder? Ja, vorhin. Oh, geil. Nee. Doch. 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 Doch, doch. Den ja, vorhin doch. Hatten wir im 21. Zwei Runden, oder? Jetzt sind wir 38, oder? Ja, 37. Ja, doch, geil. Krass. Cool. Und dann kann coole ich Sache. Die Eigenschaften noch reinklatschen und dann danke ich mich fürs Zuschauen und... Bis zur nächsten Folge von Hand Showdown. Genau. Tschüss. Ciao.